Gegenüber dem Ständehaus und vor dem Gebäude der Bank von Finnland steht die von Emil Wikström entworfene Statue von Johann Wilhelm Snellman, dem Vater der finnischen Mark. Das große Monument ist durch schwierige Zeiten hindurch ein Symbol der finnischen Demokratie geblieben. Am Sockel des Denkmals sind noch die bei den Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs entstandenen Schäden zu sehen. Snellmans Einsatz für die finnische Kultur und die Entwicklung der Strukturen der modernen Bürgergesellschaft fand seinen Höhepunkt, als er im Jahre 1863 die Tagesordnung für den Reichstag ausarbeiten durfte. Im Geiste des Reformprogramms von Zar Alexander II. Hat Snellman eine Währungsreform durchgesetzt, durch die Finnland eine eigene Währung, die finnische Mark, erhielt. Kraft der Beschlüsse des Reichstags wurden im Land Straßen, Kanäle, Eisenbahnstrecken und Krankenhäuser gebaut und Volksschulen gegründet. Die finnische Sprache bekam einen offiziellen Status und die kommunale Selbstverwaltung wurde eingeführt. Die Bürger erhielten Schulunterricht in ihrer Muttersprache und konnten in dieser Sprache auch ihre amtlichen Angelegenheiten erledigen.